Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. In der letzten Folge waren wir mal ein bisschen auf Sozialpunktejagd. Wir haben ein paar Aufträge erledigt, Kürbissuppe, Transporte, und wir haben auch ein Feld wieder gepflügt. Und ja, ich sammle jetzt Sozialpunkte, ganz, ganz viele, in der Hoffnung, dass wir dann nicht so viel für den Traktor und den Pflug bezahlen müssen. Doch heute möchte ich jetzt erstmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wieder ein bisschen pflanzen. Einfach mal wieder was für den Garten tun. Fünf, wir machen wieder fünf von jedem. Einfach mal so. Wir haben ja gelernt, dass es sich eigentlich nicht rechnet, aber ich finde es einfach wunderschön, wenn hier was gepflanzt ist. Und von daher, also die Blumen zu ernten, rechnet sich definitiv nicht. Aber ich finde es einfach mal ganz erholsam, auch hier zu pflanzen und zu sehen, wie das alles wächst und gedeiht. Von daher machen wir uns noch mal vier rein. Ein Beet. Wir brauchen die Harke. Und ich hoffe, man sieht das im Video genauso schön, wie ich es jetzt hier sehe, wie sich der Boden verändert. Rex, du stehst hier leicht echt im Weg, ne? Jedes Mal, wenn ich hier, ja, ich will jetzt nicht den Rex streicheln. Jedes Mal, wenn wir hier an dem Beet zugang sind, so, steht der Gutste hier im Wege rum. Jetzt haben wir dem Rex einen Scheitel gezogen. Ja, ich finde die Blümchen eigentlich relativ schick, muss ich sagen. Aber sie sind einfach zum Geldverdienen nicht geeignet. Also man bekommt da nicht wirklich die Massen, aber man bekommt tatsächlich mehr Sozialpunkte. Habe ich mir sagen lassen. So, dann, wir haben die Dahlien, die machen wir wieder ganz rechts. Also ich sehe sie tatsächlich nicht dort liegen. Aber der Boden verändert sich. Wenn da Blümchen drin sind, verändert sich da der Boden. Aber ich streue immer lieber mal zweimal dahin. Rex, das ist nicht für dich, Schatzelein. Das geht nicht. So, das waren die Dahlien. Dann haben wir hier unsere Rosen. Sehr schön. Ich glaube, es würde tatsächlich auch reichen, wenn man nur einmal da streut. Aber ich gehe immer auf Nummer sicher. Das ist wie im richtigen Leben. Man sollte dann doch öfter mal auf Nummer sicher gehen. Wenn man zu schnell vertraut, wird man auch sehr, sehr schnell enttäuscht. So, die Rosen. Dann haben wir hier noch die Tulpen. Wenn man jetzt so groß wie der Garten ist, das tatsächlich mal so macht, dass man Riesenfelder mit den Blumen macht, vielleicht würde sich da auch das irgendwann rechnen. Vor allen Dingen, weil die Emily sich ja tatsächlich dann auch kümmert um die Blumen. Und dann haben wir die Zinnia. Zinnia. Ich wollte schon letztes Mal, als wir uns mit den Blumen befasst haben, mal googeln, was das ist. Aber ich vergesse das immer.
Ich hoffe, ich denke dieses Mal dran. Sehr schön, sehr schön. Haben wir hier einmal komplett. So, dann sehen wir, wo hier was gepflanzt wurde. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, und dann nehmen wir unsere Zaubergießkanne und werden natürlich überall gießen. Das kriegen wir auch hin. Rex, ach Menno. Ich hoffe, dass wir jetzt alles getroffen haben. Ah, Sikudos, Rex, du bist echt, du stehst hier tatsächlich extrem im Weg rum. Aber Sikudos, wir haben alles getroffen. Sehr schön. Dann haben wir unsere Blümchen auch wieder gepflanzt. Wo ist denn unsere Emily? Da ist James. Auch unsere Emily ist im Hühnerstall. Was sagen die Hofstatistiken? Alles noch, wie es sein muss. Die Emily muss noch ein bisschen schuften. Wir flitzen einmal rüber ins Gewächshaus. Da ist auf jeden Fall schon was gewachsen. Ja, da habe ich mich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, mit meiner Rechnerei. Ich werde das wieder so machen, wie ich das am Anfang gemacht habe, damit wir uns da nicht mehr vertun. Und dann würde ich jetzt mal so sagen, möchte ich eigentlich mal den Rasenmähertraktor anschmeißen. Allerdings werde ich das mit großer Wahrscheinlichkeit spulen, weil es diesmal wirklich sehr, sehr viel ist. Und da würde ich sagen, das spulen wir uns zurecht. Nur den Traktor, den müssen wir tatsächlich aus dem Weg stellen. Oh Gott, wo sind wir denn gelandet? Ei, der Daus. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Bup, 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 bup. So, dann sitzen wir wenigstens gleich drinne. Ja, und ihr hört mich gleich wieder. Ja, das soll es fürs erste einmal gewesen sein. Zumindest ein Grund ist reingebracht. Allerdings habt ihr es vielleicht gesehen. Ich habe ein Blümchen zerstört. Das ist doof. Da müssen wir noch mal mit der Hake ran, denke ich mal.
Ne, jawohl. Und dann müssen wir da auch noch mal mit der Zinnia ran. Genau. Und dann sollten wir auch, das ist aber noch gegossen, also gegossen ist es tatsächlich noch. Ja, da haben wir ein bisschen was von unserem schönen Blumenbeet zerstört. Es ist auch schwierig mit dem Rasenmähertraktor da. Das da zu machen, da muss man echt schon schön weit wegstehen, glaube ich. Ja, das ist. Ich will dir ja auch nichts kaputt machen auf dem Beet, ne? Ja, lassen die kleinen Blümchen halt mal da stehen. Das passt schon irgendwie. Da werden wir sonst einiges wieder zerstören, was wir nicht zerstören wollen. Da werden wir einiges zerstören, was wir nicht wollen. Also von daher lassen wir das einfach mal so. War vielleicht nicht ganz so klug überdacht. Oh, fehlen mir schon wieder die Worte. War nicht drüber, gut genug drüber nachgedacht, dass wir ja erst hätten mähen sollen und dann das Beet anpflanzen. Okay, hat geklappt. Da will ich jetzt beim Spielplatz noch gar nicht weit dabei gehen. So, hier haben wir noch ein paar kleine Dinger. James, du musst jetzt leiden. Aber das geht so nicht. Das können wir nicht so belassen. Wenn dann schon richtig und ordentlich. Hier hinten sind auch noch mal ein, zwei Ränder, die wir hier machen müssen. Und dann sieht das schon wieder ganz, ganz passabel aus, bin ich der Meinung. Zumindest ist da nicht mehr so ein Kräutergarten. Da hinten noch mal ein bisschen. Und hier kamen wir wohl auch nicht richtig drüber. Aufgrund der Unebenheiten. Da scheint auch nichts mehr durch. Hier haben wir noch ein kleines Eckchen. Und dann sieht das hier alles wieder ziemlich. Also wer jetzt bei uns auf den Hof kommt, der sieht nicht als erstes so eine Oase an Unkräutern. Doch, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Okay, da vorne ist noch ein bisschen was. Auf den Stein, das stört mich tatsächlich etwas dolle. Aber das kriegen wir hier wahrscheinlich auch nicht weg, oder? Doch, das geht weg. Okay. Ja, wenn ich einmal angefangen habe, dann kann ich immer nicht aufhören. Aber es soll ja halt auch vernünftig aussehen, ne? So. Können wir so lassen? Glaub schon, oder? Da hinten fängt dann eben halt die Walachei an und dann passt das schon. So. Wir können ja mal gucken. Wir haben 12:49 Uhr. Wir sollten tatsächlich mal was essen. Einen Blick auf die Karte werfen. Wir haben hier ein Feld zu pflügen. Und noch ein Feld zu pflügen, das möchte ich allerdings nicht an diesem heutigen Tag machen, sondern wir werden schlafen gehen und dann nochmal schauen, ob wir ein, zwei Aufträge noch auf die Schnelle erledigen können. Gespannt bin ich wie ein Flitzebogen. Das waren mal irgendwie 14 Stunden Schlaf. Guten Morgen, Emily, aufstehen. Die Sonne lacht. Denn morgen lacht sie nicht mehr. Morgen ist Gewitter angesagt, aber heute lacht sie noch. Blick auf die Karte. Pflüge das Feld. Okay, da haben wir eine Transportmission. Ey!
Da haben wir ein Feld zu pflügen und einmal würzige Kürbissuppe, 8 Stück. Da müssen wir doch mal schauen. Ich steig mal hier aus, ob wir die 8 Stück noch haben. Haben wir, okay. Ja, wir flitzen zur Bushaltestelle. Ich will die 1000 Meter jetzt nicht laufen. Das dauert mir einen kleinen Ticken zu lange. Wir liefern die würzige Kürbissuppe und ich glaube, die Transportmission, die schaffen wir auch noch in dieser Folge. Der Mensch bewegt sich, das sehe ich jetzt schon. Das ist natürlich übel. Dann müssen wir uns beeilen, dass wir den nicht verpassen. Da müssen wir uns beeilen, dass wir den nicht verpassen. Wir rennen mal in diese Richtung. Da läuft einer. Warte mal. Genau. Als hätte ich es geahnt. Dylan, mein Freund, du willst Kürbissuppe. Sprich mit mir. Tag. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? Eine. Also es ist wie immer, eine kaufen, aber 420 hört sich gut an, das machen wir. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Danke. Hier ist etwas für dich. Genau, 840 Sozialpunkte. Gut, die Euros sind jetzt nicht. Kannst du den Mund zumachen? Ist ja schrecklich. Flüge das Feld. Da. Da, Transport. Wollen wir wetten, das Teil bewegt sich? Ja, egal. Müssen wir riskieren. Bushaltestelle. Andrina, ach da. Andrina und ihr Orientierungssinn. Das kann sein, dass sich der Transport da bewegt. Müssen wir mal gucken. Schauen wir lieber nochmal drauf. Jawohl, der Transport bewegt sich. Welche Bussen? Welche nehmen wir diese, ne? Ja. Ja, wir nehmen die. Das ist zwar doof, aber da müssen wir jetzt einfach mal hinterher hechten. Ganz stramm. In der Hoffnung, dass wir nicht zu weit hinterherlaufen müssen. Na, mal auf die Karte gucken. Jawohl. Da, eigentlich könnten wir doch von zu Hause aus laufen. Das wäre viel einfacher. Ganz ehrlich. Das wäre wesentlich einfacher, von zu Hause aus zu laufen. Weil der uns ja oder die uns ja augenscheinlich entgegenkommt. Das ist bestimmt diese Person, die immer an dem Feld entlang geht, hinter Ollis Scheune, während wir da immer am Schuften sind. Also sieht zumindest ganz danach aus. Oh, schaut euch dieses schöne Feld an. Das gehört uns, Jojo. So, kicken wir einmal auf die Karte. Die Bewegung, dein Ernst? Okay. Okay, alles gut. Ich glaube, ich sehe die Person sich wegbewegen. Da müssen wir jetzt richtig schnell sein. Kein Auto rechts und links, genau. Ah, da bewegen sich zwei Personen. Okay, da müssen wir jetzt rausfinden, wer von beiden. Emily, das ist die blonde Emily. Emily, ganz ehrlich,
Ich bin hier nicht, ne? Oder habt ihr Frauentreff? Habt ihr Frauentreff oder was? Guten Tag. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Dein Freund ist garantiert eine Freundin 423, das passt schon so. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Aber wir werden wahrscheinlich nicht nach ganz unten müssen, wie ich das sehe. Genau, wir müssen da oben hin, war ja klar. Nichts anderes habe ich erwartet. Okay. Bushaltestelle? Nein, wir gehen... Ja, wir müssen einmal in den Rasenmäher. Ach je, ach je, ach je. Oh, hier habe ich was übrig gelassen. Das müssen wir gleich nochmal wegmähen. Ah, Schrei. Wir müssen hier oben hin. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Dankeschön. Dein Freund ist doch nicht eine Freundin, ist tatsächlich ein Freund. Guck an. So, zurück in den Rasenmäher. Geh doch. Und dann flitzen wir schnell mal zur blonden Emily hin. Die steht ja an dem Teich, wo wir damals unsere Emily gefunden haben öfter. Des Öfteren. Wir schleichen uns mal hier von hinten über den Hof. Ja, jetzt kommst du zu spät zu deinem Frauentreffen, ne? Das tut mir ja richtig leid. Aber nicht weh. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Wie hoch ich stehe. Danke, hier ist etwas für dich. Wie tief sie steht. Okay, 846 Sozialpunkte und 423 Euro. Damit haben wir das Ganze wieder ein bisschen erhöht. Und wir springen zurück in unseren Rasenmäher. Ist immer noch mein liebster. Mein liebster Anlaufpunkt. Und solange das möglich ist, werden wir das natürlich auch nutzen. So, wo habe ich jetzt hier gerade noch? Da. Da habe ich noch Gras gesehen. Was wir hier unbedingt wegsenden müssen, das gefällt mir so ganz und gar nicht. Und auch hier das Große, das geht hier gar nicht. Da müssen wir hier einmal ein bisschen so... Genau, wir fangen jetzt hier nicht an am Spielplatz, aber das musste sein, damit das einigermaßen vernünftig aussieht. Bis in die Ecken. Geht doch. Geht doch. So. Das können wir wegpacken. Wie sieht die Hofstatistik aus? Sind die Eier geholt? Nein, die sind natürlich noch nicht geholt. Also müssen wir da tatsächlich noch warten. Wo ist denn die Emily? Wo ist denn die Emily? Da sind James und Rex. Ach, Emily ist schon im Hühnerstall. Okay. Das können wir verwenden. Darauf können wir noch warten. Und ihr wartet hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Denn diese ist rum und ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.